Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, das Gleichnis, das uns Jesus am heutigen fünften Sonntag nach Erscheinung vorbringt, das Gleichnis vom guten Samen und vom Unkraut, ist ein wunderbares Bild wiederum für die heilige Kirche. Da gibt es den guten Samen, der ins Erdreich gesenkt wird und aufgeht und Frucht bringt nach einem gnadenhaften Wachstum. Das sehen wir in der heiligen Kirche, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Denken wir an all die großen Heiligen, begonnen eben bei den ersten Christen, die vielen großen Märtyrer, die wir gerade jetzt auch in diesen Tagen gefeiert haben. Die heilige Agnes, die heilige Agatha, den heiligen Polycarp, die heilige Dorothea und viele andere von diesen großen Heiligen der ersten Zeit. Und dann immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte ist die Heiligkeit in der Kirche wunderbar aufgestrahlt. Hat es wunderbare Epochen in der Kirchengeschichte gegeben, wo eben ganz viel Gutes geschehen ist. Dann spricht der Herr aber auch vom Unkraut, das der Feind sät, das ohne Zweifel vom Teufel stammt und von allen, die seine Diener sind. Alle, die sich ihm in irgendeiner Weise angeschlossen haben und sein Werkzeug geworden sind, durch ihr böses Leben. Das ist das Unkraut in der heiligen Kirche, das es zu allen Zeiten auch gegeben hat und wie Sie heute sehen, nach wie vor gibt und vielleicht reicher gibt denn je in unseren Tagen. Was gibt Jesus da für Anweisungen? Die Knechte fragten: Willst du, dass wir hingehen und es sammeln? Nein, das Unkraut soll weiter bestehen. Das Unkraut soll nicht ausgerissen werden, sondern das Unkraut soll weiter wachsen. Es soll wachsen bis zur Ernte. Damit mit dem Ausreißen des Unkrauts nicht auch die guten Pflanzen zugrunde gehen. So hat es Gott vorgesehen. Erst am Ende, bei der großen Erntezeit, am Ende, eben am persönlichen Ende, beziehungsweise auch am Ende beim Weltgericht, am Ende der Zeiten, dann wird das Unkraut endgültig ausgerissen werden. Dann wird das Unkraut gesammelt werden, in Büschel gebunden werden zum Verbrennen. Und das ist die Bestimmung aller Bösen aller Zeiten, die sich eben nicht bekehrt haben, die eben ganz bewusst Unkraut geworden sind, Werkzeuge des Teufels, um der heiligen Kirche zu schaden. Sie werden gesammelt werden und ins ewige Feuer der Hölle geworfen werden, wo es kein Zurück mehr geben wird. Hier auf Erden müssen wir aber immer mit beidem leben. Das ist unser Los. Immer wieder werden wir es mit dem Unkraut zu tun haben. Werden wir das Wirken des Bösen sehen? Werden wir Menschen erleben, die Werkzeuge des Bösen geworden sind oder werden? Bewusst oder unbewusst. Und wenn sie sich nicht bekehren, dann werden sie jenes Schicksal erleiden, von dem Jesus Christus im Evangelium mit so klaren Worten spricht. Das soll uns immer ganz bewusst sein.
Die heutigen Lesungen sprechen im tiefsten dann auch wiederum von der Liebe. Von der Liebe der Heiligen, der Auserwählten Gottes. Und wie sie diese Liebe im Leben auch konkret zu praktizieren haben. Und da heißt es, zieht an mitleidiges Erbarmen, Güte, Demut, Bescheidenheit, Geduld. Und dann das wunderbare Wort, ertraget einander und verzeiht einander, wenn einer sich über den anderen zu beklagen hat. Das müssen wir immer wieder praktizieren, dass sich gegenseitig ertragen, auch wenn es objektiv enorme Schwierigkeiten gibt, und verzeiht einander. Immer sofort von Herzen verzeihen. Das ist Grundregel für uns Christen. Wenn wir das noch nicht können, dann müssen wir es üben, Tag für Tag. Sich im Verzeihen, im Erbarmen, in der Barmherzigkeit üben mit den Sündern, mit allen, die uns da umgeben, in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Überall dürfen wir uns üben und sollen wir uns üben, im einander ertragen und im einander verzeihen. Auch wenn die falschen Dinge objektiv falsch sind, sündhaft sind, trotzdem verzeihen. Das Unkraut soll weiter wachsen. Aber das Unkraut, die Bösewichte, haben, solange sie hier auf Erden weilen, die Gelegenheit zur Bekehrung. Und deswegen dürfen wir es nicht ausreißen. Deswegen müssen wir immer in Liebe und in möglichst vollkommener Liebe ihnen begegnen. Und das ist die große Herausforderung, die wir im Leben haben. Vor allem aber habt die Liebe. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Und Sie können jetzt Gewissenserforschung halten. Sie können immer wieder darauf auch zurückkommen in Ihrem Gebet. Wie ist es um dieses Band der Vollkommenheit bei mir bestellt? Liebe ich wirklich alle? Liebe ich auch meine Feinde? Liebe ich auch jene von ganzem Herzen, die mir Böses tun, die mir böse gesinnt sind? Ertrage ich sie in Liebe? Verzeihe ich ihnen in Liebe? Übe ich Barmherzigkeit in Liebe, Erbarmen, so wie es Gott immer wieder auch mit uns hat? Überlassen wir das Verurteilen Gott. Ihm kommt es zu. Er ist der Richter, der höchste Richter über alle und über alles. Er wird das Unkraut zusammenbinden für das ewige Feuer am Ende der Zeit. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir es tun. Liebe Gläubige, sicher haben Sie im Garten auch oft das Wuchern des Unkrauts bemerkt. Und wie schwierig es ist, dort dürfen und sollen Sie es ja ausreißen, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Und wie sehr das Unkraut allzu oft die gute Saat sogar erstickt. Es ist nicht einfach, damit zu leben. Und so ist es auch im christlichen Leben, in der Heiligen Kirche. Man könnte verzweifeln, wenn man überall das Unkraut sieht, überall das Schlechte sieht, überall das Böse sieht. Aber das ist nicht die volle Realität. Und wir müssen Realisten sein. Und da gehört es unbedingt auch dazu, dass wir all das Gute sehen, wie wir es in unseren Tagen auch erleben. Mit dem Rosenkranzgebet in unserem Land und in so vielen Ländern der Welt, wo sich Tausende
von gläubigen Menschen mobilisieren, andere einladen oder Rosenkranz an tausenden von Orten und Plätzen gebettet wird. Da sieht man, wie letztlich das Gute stärker ist und was der Rosenkranz auch bewegt. Wir sollen und dürfen das Gute aufzeigen. Wir sollen und dürfen auch das Böse benennen. Und das Böse ist ja tatsächlich so stark in der Kirche und in der Gesellschaft. Allein schon in der Sprache, die man bringt. Da müssen wir auch feinfühlig sein. Wenn etwa ein Politiker sagt, man wird jetzt dann die Zügel lockern können. Ja, was ist denn das für eine Sprache? Sind wir Pferde? Sind wir Vieh? Das ist doch unmöglich. Da dürfen wir als Christen nicht still bleiben, sondern müssen dieses objektive Unrecht mit aller Klarheit verurteilen und aufzeigen und davor warnen. Aber was nicht geht, ist, dass wir die Sünder verurteilen, endgültig verurteilen, ihnen die Liebe entziehen. Das dürfen wir nicht. Und diese klare Unterscheidung, die müssen wir immer treffen. Das Böse klar aufzeigen, die Wahrheit immer sagen und gleichzeitig den Sünder weiterhin über alles leben, ihm Gutes tun und ihn durch die barmherzige Liebe, durch das Verzeihen zur Bekehrung führen. Da haben wir eine große Aufgabe und das wirksame Mittel, das wir in den Händen haben, wie wir in diesen Tagen sehen, das ist der heilige Rosenkranz, wie es immer war, in so vielen Jahrhunderten, so auch heute. Und so darf ich Sie einladen, aufs Neue einladen, greifen Sie zum Rosenkranz. Der Rosenkranz wird gerade das bewirken, von dem wir gesprochen haben, dass wir einander besser ertragen, dass wir einander besser verzeihen können in allen Schwierigkeiten, dass wir übernatürlicher eingestellt sind. Erbitten wir all diese Gnaden in besonderer Weise auch durch die Mutter Gottes. Sie wird uns in diesen Tagen weiterhin gut behüten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.